Was geht, was geht? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's top. Wir sind in Runde 13 von der Fahrerkarriere. Sprint Weekend. Softs, safe. Ich glaube, ich habe kein Force Feedback. It's lights out and away we go. Ah, doch. Aber irgendwie fühlt sich seltsam an. Wieso sind die so schnell? Alter, ey. Hallo? Wieso sind die so schnell auf der Geraden? Das ist ja gestört, schau dich das mal an. Sorry. What? Hey Mel. Send it. Können wir mal über die Straightline-Speed der KI reden? Es ist ja wirklich krank. Für die Red Bull-Zonen wird noch schwierig. Dann kommt jetzt der Punkt, wo die Mediums auf jeden Fall besser werden. Sind gerade in einem unfassbar guten Szenario. Nah am Windschatten von Verstappen. Perez attackiert eventuell den Ferrari. Come on, attack.
Ah, yeah, so much top speed. GG's. Unlucky. Naja, letzter Platz auf P2 ist auch okay. Jetzt gucken wir mal, was im normalen Rennen geht, wenn wir von hinten starten. Abfahrt. Wir starten nicht mal als Letzter, ich muss kurz warten. Und Tsunoda vorbeilassen. Hä, wo ist Tsunoda? Hä, wo ist Tsunoda? Startet der Mann aus der Boxengasse, oder? Yo, Jano. Ehrenmann. Yo, what's up, man? How's FIFA going? Oh Gott. Have you played CS2 yet? Thank you for the 37 months, man. Hey, danke, Will. Oh dear. Points. Jano, when are we playing CS2? I was planning to play it on stream anyways. Oh dear, man. Oh, okay. He only knows how to drive when he starts first. Pretty much every PSGL driver. Just here. Findet ihr eigentlich die KIs jetzt besser, nachdem die geändert haben? Ich finde die ein bisschen nerviger tatsächlich. Davor war es zwar einfacher, aber die sind besser gefahren so an sich. Jetzt sind sie einfach nur abartig schnell wieder in manchen Sektionen, wo man einfach nicht so schnell sein kann. Habe ich das Gefühl. Nice move. Also wenn wir Piastri überholen, müssen wir echt mal Gas geben, weil da ist so eine Lücke nach vorne. Oh je. Yeah. Wieso kommen die beide wieder an? Hallo? Nein? Ich nehme mal auf, wenn es so nervt. Danke. Oh, they're still so fast. Natürlich gehen die jetzt rein. Jetzt, wenn ich DRS gehabt hätte. Es kann doch nicht wahr sein. Vorne ist mein Perez. Aber es war Leclerc. Can we get DRS from Norris? Ah, Lewis. Oh, let's go. Leon, weil der Undercut so groß gewesen wäre. Hätte ich mich wieder durchboxen müssen mit denen ihrer krassen Straightline-Speed. Eigentlich hätte ich auch Softs starten sollen, wenn ich mir das Ganze ansehe. Softs, dann Mediums, eine Runde früher oder eine Runde später rein. Oder gleiche Runde, wie auch immer. Okay, attackiert Sainz? Nee, noch nicht. Wenn wir hier ein Switchback machen.
Switchback of Doom. Hier vorbei an Sainz. Nach Verstappen müssen wir pushen. Also eigentlich würde ich dem Verstappen jetzt noch ganz so ein bisschen den Flügel brechen, damit er noch ein paar Plätze nach hinten fällt, um weitere Punkte aufzuholen, aber wir werden ja jetzt schon mal. Wir haben im ersten Rennen ein paar Punkte gut gemacht, wenn wir ihn jetzt überholen, machen wir noch ein paar Punkte gut. Mal ohne Witz, der DRS-Effekt ist so brutal in diesem Spiel. Da ist es auch noch Spa mit einer der längsten Geraden, aber alter Schwede, haben wir viel Zeit gut gemacht gegen Perez. Bisschen Overtake, aber ich würde mal sagen, locker 4 bis 5 Zehntel auf einer Geraden. Also ganz im Ernst, Perez ist ein Top-Fahrer, aber ich glaube, er blüht einfach nicht in diesem Red Bull auf, ne? Er war so ein junges Talent, als er in die F1 kam. Irgendwie wird jeder von Verstappen exposed aus irgendeinem Grund. Also entweder der Verstappen ist einfach dieser Überking schlechthin, der wirklich selbst Lewis Hamilton im Grund im Boden walzen wird. Oder es ist einfach diese Kombi Verstappen-Red Bull. Und das Auto ist so on edge gebaut und damit kommt nur der Verstappen klar. Weil der hat einfach ein Feingefühl dafür. Der ist schon definitiv, was aggressive Setups angeht, ist er so unfassbar gut. Und meistens sind aggressive Setups halt auch schneller. Man muss seine Art mögen. Er ist halt wirklich so, wie er sich gibt in Interviews. Er ist recht trocken. Ich kenne ihn nicht zu sehr privat. Aber so, wenn ich mal mit ihm gesprochen habe, er ist trotzdem extrem bodenständig. Also mit Leuten, die er nicht so kennt, ist er trotzdem bodenständig und höflich. Alter, wo kommt denn die Red Bull-Rakete jetzt her? Nee, du bleibst schön hier. Wir haben jetzt so lange gewartet. Alter. And jump open goes. Oh, no. We're not Hamilton. Never mind. Kiefer, that's the name. Yeah. Ganz vergessen. P1, P2, Leclerc raus, das ist super. 33 Punkte. Red Bull. Ja. Aber wir sind jetzt vor Russell. Uns fehlen 83 Punkte.